Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Mordorschatten. Gut, der Sklaventreiber. Ein Sklaventreiber der Uruks hält einen Gefangenen, der Informationen über die schwarze Hauptmänner besitzt. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie den Gefangenen und finde heraus, was er weiß. Annehmen. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Das bedeutete? Okay. Gut. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Okay. Gut, Moment. Da ist doch auch gleich einer. Ich habe einen Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat um sein Leben gefleht. Wenn noch einer abhaut, gehen uns die Pfähle aus. Gut, ja. Okay, die sind zum Glück weg. Okay. Erinnert ihr euch, was der Häuptling uns für den Kampf geraten hat? So. Okay. Habt ihr das gehört? Nein. Da war nichts. Absolut gar nichts. Okay. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Wenn da etwas war, sollte es sich fernhalten. Halt! Ich habe etwas gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Gemeuchelt? Wovon? Wollte ich etwas sagen? Ach ja. Ganz ruhig. Sobald Menschen sind so nutzlos. Moment. Nutzlos, wenn sie leben und ich nutzlos, wenn sie tot sind. Gut, sobald sich der umdreht, gehen wir rüber und Kehle aufschlitzen und weg. Hier draußen kann alles Mögliche lauern. Die Dunkelheit bedeckt alles. Jeder Sklave, der die Flucht wagt, lasst uns unsere Schwerter kreuzen, kommen können. Ich selbst werde euch schlagen. Und tot. Da stirbt! Ihr dachtet wohl, ihr werdet sterben! Kein schrecklicher Mensch kann einen Uruk entfliehen! Ach ja? Ich sehe schon Gespenster! Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge! Ein kurzer Moment und. Gut. Seht ihr diese Sklaven? Sie dachten, sie könnten fliehen! Und nun werden sie am Pranger sterben! Ach ja? Gut. Ich hab ihn gesehen! Ich bin hier! Eine Schande, dass ich dich töten muss! Ach ja? Du wärst ein guter Sklave! Nix da! Verkehrspunkte halten. Weniger! Holt euch seinen Kopf! Ich will! Oh ja. Niemand besiegt mich, Made! Ich kill! Ach ja? Seltsam, warum bist du dann gestorben? Sondert die Rune auf. Ja, klar. Idioten. Sie dachten wirklich, sie könnten mich aufhalten. Tut der Hauptmann, lass Runen fallen, die deine Waffe Boni verleihen können. Drücke, um die Waffe auszusehen. Okay. Du kannst deine Waffe mit Runen ausrüsten. Wähle mit. Wir haben ja schon.
Huste Runen mit Leertaste, um einen beliebigen freien Runenplatz aus. Du kannst deine Waffe mit zusätzlichen Runenplätze verschaffen. Ausgerüstet. Schleichtötung und Bodenhinrichtung fügen Hauptmenü. Okay, nein, das hier. Steigt bei einer Schleichtötung 50%. Ah, nur bei einer Schleichtötung, leider. Ach, das ist für den Dolch. Bei einer Tötung 2 Uruks in Angst zu versetzen. Jojojo, das klingt hier nett. Epische Immun gegen Gift. Ja, aber dafür müssen wir freischalten. Haben wir aber noch nicht. Verbesserungen. Hier. Wir könnten das hier nehmen. Gut, ich bin ja mehr der Typ mit der Waffe, also. Der Typ mit der Waffe, ja klar, ich bin der Typ mit der Waffe, aber ich meine, verwende mehr die. Das habe ich doch schon, oder? Ja. Ich könnte das nochmal setzen. Gewährte Zugriff auf legendäre. Die zwei habe ich schon ausgerüstet. Ah, deshalb sind sie rot, oder? Schuss auf kritische Treffer. Ja. Flammen und Orange. Oder weniger Schaden im Nahkampf. Ich würde sagen, das hier. Ja, es bedeutet, wenn es rot ist, bedeutet es, es ist schon drauf. Gut. Nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirgon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist kein Ork. Das ist jemand vollkommen anderes. Okay. Fotomodus. Einführung. Der Fotomodus ist jetzt verfügbar. Er kann mit der Option Spieleinstellungen Menü an- und ausgeschaltet werden. Der Fotomodus erlaubt dir, das Spiel zu pausieren, um einen Schnappschuss von der Aktion zu nehmen. Du kannst die Kamera manipulieren, Filtern ansehen und vieles mehr. Nett, aber ja. Hey, hast du schon gehört? Die Widerstandskämpfer haben die Sklaven vom anderen Lager befreit. Mach dir keine zu großen Hoffnungen. Hoffnung tötet dich, wenn du ausgepeitscht wirst. Aha. Gut. Da kommen Uruks und Wulmen und sonst Leder. Idioten. Gut, Sarons Armee, Ziel. Sarons Armee. Wir sollen jemand Neues auswählen. Der ist tot, der Sklaventreiber, der ist auch tot. Hm. Marsch der Welt. Moment, Verbesserungen. Ja, wir haben einen Punkt mehr. Garuk-Jäger. Garuk reiten. Von oben herab, sobald du aufgesessen bist, kannst du reiten. Erlange die Fähigkeit, Angriffe von Garuks zu kontern. Du kannst auf durch Konter betäubte Garuks aufsteigen. Zudem erhältst du die Fähigkeit, einen tödlichen Gegenangriff während einer letzten Chance gegen Garuks auszuführen.
Wird durch Spieler der Hauptauftrag freigeschaltet. Okay. Gut. Schneller laufen. Ja, im Moment haben wir noch keine Garruks gesehen, also nehme ich das hier zum schneller laufen. Kritische Treffer. Verdoppelt den Anstieg der Trefferserie bei gut aufeinander abgestimmten Angriffe. Drücke einmal, wenn ein Schlag in der nächsten übergeht, um den Bonus zu erhalten. Andere gut aufeinander abgestimmte Angriffe, wie zum Beispiel Dolchwurf, Q, können kritische Treffer verursachen. Das heißt, wir können damit immer schneller und stärker werden. Gifte. Drücke, um Gift in die Krogfässer zu geben. Deine letzten Chance, Todesstoß. Die Fähigkeit, einen endgültigen Todesstoß während deiner letzten Chance zu landen. Dolchwurf, das kennen wir. Und Terrorisieren. Eine furchteinflößende Schleichtötung. Die umstehende Gegner in die Flucht treibt und deine Trefferserie aufbaut. Cool. Klingenmeister. Reduziert die Trefferserien-Schwelle für Hinrichtung, Geisterblitz, Kampfaufzehrung, Geisterbrand und Brandpfeile von 8 auf 5. Verdreifacht den Aufstieg der Trefferserie bei gut aufeinander abgestimmten Angriffen. Drück einmal. Ja. Das bedeutet, mit 2 Schlägen können wir dann schon Dings machen. Also, was ist das? Geisterbetäubung. Geisterblitze. Drücke R, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, um ein... Oh! Gegen mehrere Feinde. Schattenangriff. Setze 2 R ein, um dich... Also, ich kann mich dann hin teleportieren. Das ist ja geil. Den niederzuschlagen. Aber das hier tötet ihn sofort. Deine tödliche Variante des Schattenangriffs. Mit R. Und dann, was haben wir hier? Reihe. Stoße dein Ziel während des Angriffs mit. Nachtschlacht, Nachtschlacht. Gut, wir haben 50 Punkte, damit können wir aber nicht viel machen. Das braucht schon mal 100, 130, 100, das 60. Okay, gut. Gut, das... Der Verfolger. Wir gehen zuerst hier hin. Wir machen die Klinge. Wir hätten die Menschen nicht so foltern sollen. Unsinn! Je ängstlicher sie sind, umso zarter wird ihr Fleisch. So. Ja, wir haben ja hier die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ja freigeschaltet, also gut. Also. Die Metallklinge. Wie ein Silberblitzer schlug er in die Reihe der dunklen Herrscher ein. Ein jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur erahnte. Forme die Legende des Dolches Acharam. Okay, das bedeutet, ich muss schleichen und alle töten. Gedrückt und schleiche. Halte gedrückt, um während des Schleichens zu rennen. Der Hammer hat einmal 100 Uruks getötet, weil sie zu langsam in die Schlacht marschierten. Okay. Vielen Dank, Waldläufer. Ja. Okay. Ich danke dir. Du musst mir nicht danken. Noch nicht. So. Okay, da unten ist er.
So. Und zack. Ach, getötet. Für, danke. Für nur noch, die da. Geister, die vom Himmel auf die Rücken der Uruks springen, sind nichts weiter als stinkende Gerüchte. Ja, stinkende Gerüchte. Und ich habe den Zusatzbonus erreicht. Yeah, baby, yeah. Einführung, Waffenverbesserung. Schließe alle und nehme eine Mission ab, um Mithrile zu erhalten. Verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für deine Dolche Achat kaufen zu können. Mit Achats Schatten kannst du für kurze Zeit unsichtbar werden und unbegrenzte Schleichtötungen durchführen. Ups. Habe ich da gerade etwas gehört? Ja, der Tod dieses Uruks. Also gut. Im hohen Gebüsche gehst du automatisch in den Schleichmodus. Ja. Okay. Da war doch ein Was haben wir? Ausgestoßener. Oh. Moment. Ich will es markieren, bevor es verschwindet oder so. So. Schleich. Zu dumm, dass nur ein dummer Sklave diesen Angriff der Grauks überlebt hat. Au. Das hört sich nicht gut an. So, und ab geht die Wildefahrt. So. Aha. Und weg mit dir. Ah, verdammt. Deine Beine! So. Ach, ich liebe so eine Richtung. Verdammt, du sollst es. Du bist nichts gegen uns. Ja. Schweig. Hab Dank. Bitte rette meine Freunde, bevor es zu spät ist. Sie wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Okay. Hey. Du amputierter Vollidiot. So. Einer hier. Und der andere folgt sogleich. Gut. Was haben wir denn noch? Nichts mehr? Gut. Das können wir machen und das. Das gibt beides Punkte. Okay, gut. Wir haben Sachen freigeschaltet. Ich sehe nichts, was freigeschaltet wurde, wenn ich ehrlich bin. Dann wird dieser Punkt hier vergeben. Hier. Wow. Was brauche ich hier? 380. Denn wenn ich es bis hierher schaffe, brauche ich die. Also die Fähigkeit, also. Nicht die Fähigkeit, die Runen nicht, die wir drin haben. Aber gut. Dafür haben wir hier vorne die Sachen. Der Hammer ist der stärkste Krieger, den Mordor je gesehen hat. Ich bemitleide jeden, der seinen Zorn zu spüren bekommt. Tja, der Hammer werden wir töten. Und? Das ist da oben. Bei unserem Anführer sind wir gut aufgehoben. Hab gesehen, wie er Schlag um Schlag einsteckt und immer noch weiterkämpfte. Ja, okay. Das werden wir überprüfen können, oder? Dietrich, dieses einfache Metallstäbchen ist der beste Freund jedes Einbrecher. Der Dietrich ist klein und lässt sich leicht verstecken. Er kann mühelos in der Handfläche oder selbst in der unter der Zunge verborgen werden.
In der Hand eines gescheckten Diebes kann er dazu benutzt werden, schnell und leise die meisten Schlösser nicht magischer Ursprungs zu knacken. Und abspielen. Herr, die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Okay. Warum er so aufgeregt ist, aber gut. Der letzte Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln wie Steine auf einem Spielbrett. Ja. Praktisch, dass es das Schlachtfeld als Schachtfeld bezeichnet wird. Hat heute schlechte Laune. Was hat ihn so gereizt? Okay. So, wir machen das so, dann wissen wir. Die Kämpfer haben ein paar Sklaven befreit. Und nun hat er es mit dem Häuptling zu tun. Okay. Töte den Waldläufer! Wenn er auch tot bleibt, wirst du reich belohnt. So, hier durch. Und? Es muss doch. Ah, da. Der Bleichhaut ist clever. Mithrid. Und weiter. Inaudir Idlea. Was auch immer das bedeuten soll, aber. Wenn du nicht aufpasst, schleicht er sich an dich heran und. So, wir haben die vier Pfeile, also. Können wir weitergehen? Jeder fliehende Sklave ist ein schlechter Sklave und sollte ohne Gnade niedergestreckt werden. Okay, und jeder Uruk, der sogenannte Sklaven hält, ist ein schlechter Uruk und sollte sofort getötet werden. Was würde ich für neue Kleidung geben? Diese fällt mir schon fast vom Leib. Ja, meine auch. Ich für ein neues Paar Schuhe. Hallo, mein Freund. Gib deinen Verstand auf! Ja, gib deinen Verstand auf. Okay. Informieren wir uns mal über den da. Und. Ja, sein Kopf ist weg. Wer kommt da als nächstes? Wer wird. Sterben. Habt ihr das gehört? Ihm nach! Oh. Ah, verdammt. Ich dachte, der Angriff. Wir stecken deinen Kopf auf einen. Gilt ihn. So, bam. Das Kämpfen erlernt! Zum Alting! Ey! Kämpf nicht gegen den Helmes! Es ist nett, dass ihr helfen wollt, aber... Gemeinsam! Aber es ist nicht nötig, dass ihr unnötig euer Leben aufs Spiel setzt. Und, nehmt die Waffen, die am Boden sind. Ich töte ja ein paar Uruks und da liegen tonnenweise Waffen am Boden, also ist die Möglichkeit groß, dass ihr genug Waffen habt. Hier kommt ein Ende! Ach ja?
Zu lahm. Die haben einfach keine Chance. Wenn man ehrlich ist, die sind zu schwach. Nur ihre Zahl kann irgendwas von Bedeutung sein. Waren wir hier? Nein. Das wurde uns schon angepriesen. Wir sollen es machen. Also machen wir zuerst das hier. Und unsere ultimative Fähigkeit benutzen wir erst, wenn wir zu viele Gegner haben und ein Hauptmann in der Nähe ist. Kommt ja nicht auf die Idee, auch nur einmal eure Kampfübungen schleifen zu lassen. Ja, ihr wollt echt. Ich weiß, da ist kein Hauptmann, aber ein bisschen Übung kommt nicht schaden. Verdammt. Kommt. Nein, danke. Um Gnade flehen ist nicht so meine Art. Zeig mir, was du kannst! Und abgeschlachtet. So. Der scheiße Bogenschütze ist tot. Und abschlachten. Und du bist der Nächste. Möchte gern. Ork? Gut. Aber was ist der Unterschied zwischen ein Ork und ein Uruk? Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Entsetzen. Okay, was bringt das? Was genau? Ach so. Das ist doch da oben. Mordors Düsternis kann schon an den Nerven zehren. Hier, bitte schön. Ich weiß nicht, was es bringt, aber egal. Ist hier irgendeine Garnison, die uns... Tu nicht so, als wäre nichts. Du hast es auch gesehen. Was ich sehen konnte, sah irgendwie nicht sehr bedrohlich aus. Umzingel den! Ist das Bedrohung genug? Na, betrunken genug? Warte, ich bin schon. Ich rieche etwas. Und zack. Moment, ist der ab? Haut der ab, weil er Schiss hat? So ein feige Wurst. Komm. Gefällt's dir? Ja. Aber da drüben sind auch noch... Hey, lass ihn in Ruhe! Was genau bringt das? Wir sind frei! Ich muss es zweimal machen. Sonst... stirbt er nicht, aber das ist irgendwie scheiße. Ach, was soll's. Ich habe ein paar feine Kämpfe erlebt, doch jetzt wird es Zeit für einen richtigen Krieg. Ach ja? Hier, bitteschön. Ein richtiger Krieg. Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden.
Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Ja, wir haben eine neue... Ist es das? Nein, es ist das da drüben. Zerbrochen. Ein paar zerbrochene Werkzeuge haben die Sklave zu tagelanger Folter verdammt. Töte die Uruks, die bewachen und rette die Sklaven. Das Dank, Waldläufer! Das gleich hier um die Ecke ist. Hallo. Da ist er! Töte den! Na, gefällt euch das? Nein, oder? Du bist tot! Willst du nochmal zielen gehen? Dein Tod sieht ein bisschen anders aus. So sieht tot aus. Geh zu Oda um Hauptquest. Okay. Ich habe gehört, du wüsstest etwas über den Sklaven aus. Mhm. Zerbrochen, ja, das kennen wir, das haben wir schon gelesen, also machen wir es einfach mal kurz und schmerzlos. Zusatzziele, töte Uruks mit einer Vorsprungstötung. Wenn der Tag sich weiter so ranschleicht und Uruks einfach so tötet, dann müssen wir uns Augen auf dem Hinterkopf wachsen lassen. Okay. Das wird ein schöner Spaß. Na komm schon. Und der nächste. Da rollt sein Kopf. Stirb! Und rüber weg. Ah, verdammt. Zu spät gesehen. Ja. Ich hab doch einer mit den Vorsprungtöten getötet. Verdammt. Eine falsche Bewegung und schon hat man verloren. Gut. Da oben Vorsprungtötung. Drück und tippe, um eine innerhalb der Entfernung. Hab bemerkt, wie vielen Kriegern die Angst in die Augen kriegt, wenn sie diese alten Ruinen sehen. Dort passieren schlimme Dinge. Bleibt besser weg da. Ihr Menschen seid so schwach. Ach so. Wir haben keine Vorsprungstötung gemacht. Wir haben, So. All dieses Geklirre von der Schmiede bedeutet hoffentlich, dass was war das? Ich denke. Neue Waffen, die sind... So. Gut. Der Typ, der kann... Komm, komm. Was? Komm Habt her. Habt ihr das gehört? Komm her, kleiner Mann. Komm her. Put, 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 put. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Hier passiert schon nichts. Yep. Aufgabe erledigt. Kannst du mich hören? Wir brauchen Hilfe. Ja. Keine Angst. Danke. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Ich weiß, dass hier noch Leute in der Nähe sind. Was war das? Ich werde nicht ruhen, bis all dein Blut vergossen ist. Der Sanfte? So, den Falschen getötet, aber okay. Oder er wird euch erwischen! Der hatte wohl eine Schwäche gegen, Hinrichtungen.
gute... Ich hab gesehen, wie du das Werkzeug zerbrochen hast. Nein, sehr hast witzig. Erst wenn ich deine Arme breche. So. Oh, Moment, was sieht er? Was sieht er meine müden Augen? Da vorne ist ein... Eine... Dingsbums da, wie heißt er? Diese Bestien, wie heißen die Bestien? Garados? Freiheit. Nein, Garados. Ah, du bist eingesperrt. Idioten. Hab ich denn gerade etwas gehört? Ohne Kopf ist es schwer. Ja, verdammt, der war zu weit weg. Hast du das gehört? Zermalkin, dieser elende Tag! Holt ihn euch! Ja, holt mich, holt mich! Wo bleibt ihr? Ich hab noch nie... Na, wo bleibt die ganze Action? Kommt her! Ich wappne dich! Du bist tot! Moment. Okay. Willst du auch noch... ...35. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Jetzt lösen wir ihn von seinen Fesseln. Das freie Volk. Solche. Einführung ausgestoßene Rettungsaufträge. Durch das Abschließen von ausgestoßenen Rettungsaufträge ist es eher wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie die Informationen über Hauptmänner bringen oder sich gegen ihre Peiniger wenden. Qualen für eine einzige zerbrochene Schaufel. Ich dachte, ich wüsste, was Grausamkeit bedeutet, doch die Uruks haben mich eines Besseren belehrt. Tut mir leid, mein Freund. Mir wäre lieber gewesen, du hättest das nie erfahren müssen. Zu weit. Gut, wir sind hier und wir erschaffen das Ganze. Schnell. Ich sehe den Sternenmond, das Ithildien. Sehe die Steine aus halb vergessener oder halb erinnerter Vergangenheit. Ah, Geisterblitz muss ich freischalten, sonst kann ich hier nichts machen. Gut. Aber wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue, würde ich sagen... Was ist das? Das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten... Und da unten ein... Mond. Sind alle gestorben? Sieht so aus. Was? Nein? Gut, dann jetzt. Hey. Hey. Lass die Menschen in Ruhe, ihr Schweine. Wir werden dich in. So. Das ist gerade gekommen und schon ist er tot. Verdammt, was habe ich getan? Das Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Ich töte dich! Ja, gut. Komm schon. Ah.
Und es kommen noch mehr. Und mehr. Halt! Ich hab etwas gesehen! Schmeck meinen Stahl! Und? Ah, verdammt! Gut, eigentlich wollte ich sagen, das war's für diese Folge wegen... Ja, wir sagen Ziel. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Hab bemerkt, wie vielen Kriegern die Angst in die Augen kriegt, wenn sie diese alten Ruinen sehen. Dort passieren schlimme Dinge. Bleibt besser weg da. Gut, gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.